So, wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lübedermann. Mein Name ist Nelson Cardoso Netto und ja, ich freue mich wie immer, wie jeden ersten Montag im Monat. Ja, ist ja schon fast Tradition. Hatten ja schon ein paar Termine dieses Jahr. Freue ich mich, dass wieder so viele Teilnehmer anwesend sind. Eine spannende Woche erwartet uns. Insbesondere die nächsten 2 Tagen. Und ja, wollen wir eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren jetzt am Anfang. Nichtsdestotrotz, ganz kurzer Hinweis, wenn Sie nicht unbedingt investiert sein müssen, vielleicht denken Sie darüber nach, die ganze Sache in den nächsten Tagen mal von der Seitenlinie aus zu betrachten. Es ist ja doch eventuell mit höherer Volatilität zu rechnen und auch die Spreads können sich in diem Zusammenhang auch sich erweitern. Von daher schauen Sie, dass Sie gut positioniert sind, dass Sie abgesichert sind und dass Sie da entsprechend nicht böse überrascht werden. Ja, gut, dann werde ich auch jetzt den Monitor schon übertragen und gebe das Wort an Mario. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen großen Marktausblick. Ich hoffe, alle können auch meinen Monitor jetzt sehen. Nelson hat ja schon freundlicherweise schon darauf hingewiesen, dass wir ja immer jeden ersten Montag im Monat den Marktausblick machen. Freue mich natürlich auch, dass wir regelmäßig so viele Teilnehmer haben bei den Webinaren und werde jetzt einfach mal auf einige wichtige Dinge eingehen. Eines der wichtigsten Dinge wird sicherlich die Präsidentschaftswahl in den nächsten Tagen sein und wie Nelson schon vorhin gesagt hat, die Volatilität wird hier natürlich extremst auch zunehmen. Also auch da müssen wir natürlich aufpassen. Darauf werde ich aber auch gleich dann noch im Einzelnen eingehen. Kommen wir vielleicht zuerst mal zur aktuellen Marktsituation. Fangen wir mal vielleicht mit dem deutschen Markt erst einmal an, weil wir ja auch sehr viele Trader immer wieder haben, die auch hier im deutschen Markt aktiv sind. Gehe jetzt mal in den Tagesschart. Also wir haben in den letzten Handelstagen ja doch eher einen starken Abverkauf gesehen. Dies war natürlich der Unsicherheit geschuldet, die wir in den letzten Tagen natürlich vor der Präsidentschaftswahl gesehen haben. Sehr überrascht hat mich dann heute Morgen im Endeffekt das Gap, was hier entstanden ist. Wir hatten ja geschlossen hier am Freitag bei 10.217 und haben dann hier heute Morgen etwa 200 Punkte höher aufgemacht. Man konnte es schon im vorbörslichen Handel sehen. Es gibt ja so die ein oder andere Indikation, die man morgens auch schon vor Eröffnung des FDAXs vor 8 Uhr sehen konnte. Da war man so mit 70, 80 Punkten vorbörslich. Deswegen war ich sehr überrascht, dass es dann doch so stark die Eröffnung war. Ich hatte auch einen Short im DAX, der ist dann zur Handelseröffnung heute Morgen auch geschlossen worden. Kommen wir auch noch drauf. Also alle die, die bei Facebook in meiner Facebook-Gruppe sind, bei Markttechnik erfolgreich handeln, die wussten das ja. Ich war diese gesamte Abwärtsbewegung hier mitgenommen und bin dann allerdings hier heute Morgen auch ausgestoppt worden. Aber das machen wir dann vielleicht zum Ende hin, wenn wir dann noch Zeit haben, dann auch offene Trades zu besprechen. Ja, wie geht jetzt weiter? Das ist extremst schwer natürlich zu sagen, denn ich denke, der deutsche Markt ist so der Schwanz an einem Hund. Das heißt nichts anderes, als dass wir jetzt davon abhängig sind, was in den nächsten Tagen in den USA passiert. Es ist sehr schwer vorherzusagen. Also ich kann mich da eigentlich Nelson nur anschließen. Also alle, die das nicht ja, sehr dicht dran sind. Für die ist es natürlich extremst schwer, hier jetzt Prognosen zu treffen und sich zu positionieren, so dass ich auch eher jetzt lieber an der Seitenlinie stehen würde. Natürlich werde ich hier den einen oder anderen Trade probieren, aber deshalb nur, weil ich es jetzt im Moment noch schaffen kann.
den Trade in den Gewinn laufen zu lassen. Das heißt also, wenn ich einen Trade habe bis morgen Abend, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt schon gut im Gewinn, dann werde ich diesen Trade versuchen, auch mitzunehmen, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann ausgestoppt werde, aber ich werde keine neuen Trades jetzt mehr heute Abend positionieren, nur noch die halten, in denen ich jetzt momentan long im Markt bin, werde ich nachher auch noch darauf eingehen. Ich bin also zurzeit im DAX in Lufthansa Long und werde den Trade nachher auch noch zeigen. Der ist auch schon gut ins Plus gelaufen, der Lufthansa Trade. Von daher ist das zum Beispiel ein Trade, den ich dann auch mitnehmen kann, weil es dann natürlich einfacher ist, dadurch, dass man in diesem Trade sowieso schon drinne steckt und dann kann man natürlich auch viel, viel einfacher, wenn man jetzt schon ein paar Prozent im Gewinn ist, so einen Trade dann einfach mitnehmen. Wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen. Markttechnisch gesehen ist hier natürlich im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Wir haben ja gesagt, auch in den Wochenausblicken, dass wir hier in einem wirklich in einem sehr sauberen Aufwärtstrend uns befinden. Wenn wir jetzt die letzte Aufwärtsbewegung uns hier anschauen, die ist ja jetzt auch schon einige Monate alt, auch hier ist im Endeffekt alles im deutschen Markt klar. Also da würde ich mir auch im Moment noch überhaupt keine Gedanken machen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, zum einen, solange wir hier nicht unter die Tiefs fallen, und das war ja die große Gefahr, dass das jetzt vielleicht eventuell jetzt passieren könnte, so mit den ganzen Unsicherheiten, weil man eben nicht genau weiß, ob Trump vielleicht es schaffen könnte, hier nach vorne zu kommen. Ich hatte schon damit gerechnet, dass hier weiter Schwäche aufkommt, aber wir haben dann heute Morgen, wie gesagt, schon in den asiatischen Märkten gesehen, dass wir hier ein positives Umfeld hatten, also sowohl Tokio als auch der Hang Seng waren heute Morgen im Plus und somit konnte man natürlich davon ausgehen, dass es heute ein recht starker Tag wird und das haben wir auch gesehen. Also von daher, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich dann im Laufe des heutigen Abends und auch morgen dann weiter fortführt. Also wie gesagt, Neuengagements würde ich hier, genau wie Nelson vorhin schon sagte, hier gerade alle die, die noch nicht so aktiv sind, hier eher zurückstellen und dann erst nach der Wahl hier wieder aktiv werden. Im S&P, da sieht es eigentlich schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier eine starke Korrektur gesehen, sind hier auch an den 200er EMA herangelaufen, sind hier im Endeffekt dann auch sehr stark abgeprallt. Also auch hier dieses Gap, was hier eigentlich sehr ungewöhnlich ist für den US-Markt, den wir hier sehen, ist natürlich dem geschuldet, dass hier das Wochenende dazwischen lag. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass die Wahl jetzt mitten in der Woche ist, also dass nicht nur das Wochenende dazu kommt, weil das verstärkt häufig diese Effekte. Prinzipiell ist natürlich der S&P auf der großen Zeitschiene in einem Aufwärtstrend, aber wie wir hier sehen, doch seit Sommer eher in einer Korrektur. Das heißt, also ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer hier jetzt, nur weil wir hier ein großes Gap gesehen haben, auf die Long-Seite zu wechseln im amerikanischen Markt, gerade im S&P. Ich habe ja in den letzten Wochen auch immer gesagt, dass ich hier nicht engagiert bin im S&P. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das liegt einfach daran, dass wir hier in diesem Abwärtstrend uns befinden und dieser Abwärtstrend auch noch immer nicht gebrochen ist. Also selbst wenn wir hier den kleineren Trend nehmen, auch hier kann man sehr gut sehen, dass auch dieser Trend noch nicht gebrochen ist auf Tagesbasis. Das heißt also, Trades auf Tagesbasis und auch auf Stundenbasis sind für mich im Moment keine Option hier in diesem Bereich. Intraday kann man natürlich immer schauen, ob es Möglichkeiten gibt, hier in diese Trades hineinzukommen. Da muss man einfach, was das Screening angeht, eben ein gutes System haben, mit dem man hier voranschreiten kann. Gerade Werte, die eben ja sehr volatil sind, die machen dann Sinn. Aber wie gesagt, heute und morgen würde ich einfach hier noch ein bisschen abwarten und schauen, was hier der Markt dann tatsächlich macht. Im Nasdaq-Index haben wir in der letzten Woche hier diesen Trendbruch gesehen bei etwa 4.750 Punkte. Der Markt ist jetzt im Endeffekt in diesem Korrekturmodus und wird sich jetzt einfach zeigen, ob wir es hier einen neuen Abwärtstrend bekommen oder ob wir es schaffen, hier in den Trend wieder zurückzukommen. Das wäre allerdings Voraussetzung dann, wenn wir hier zurückkommen, dass wir hier dieses Hoch bei etwa 4.920, 4.930 herausnehmen. Momentan befinden wir uns aus markttechnischer Sicht hier eher in einer marktneutralen Zone. Das heißt also auch hier würde ich persönlich keine neuen Trades aufmachen. Wir haben auch in den Coaching-Modulen sowohl auf Tagstunde als auch Intraday hier sehr wenig im Moment, was wir machen, also auf Tagstunde gar nicht und im Intraday-Bereich wirklich nur die sehr volatilen Werte.
Ich denke, es ist jetzt wirklich wichtig, einfach noch 1 bis 2 Tage zu warten und zu gucken, wie geht das Ganze aus. Denn das ist, glaube ich, jetzt so der spannende Punkt, weil dadurch, dass wir es nicht vorhersehen können, was passiert, Hillary Clinton scheint ja in den Umfragen jetzt vorne zu liegen. Und wenn sich dieses Bild manifestiert, dann ist es ja trotzdem selbst dann erstmal nur die zweitbeste Lösung, die kommt. Denn die meisten Amerikaner wollen ja weder Trump noch Hillary Clinton als Präsidentin, und es gibt halt keine Alternative. Und deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, wie der Markt darauf reagiert. Wahrscheinlich ist natürlich, dass es, wenn Hillary gewinnen sollte, dass der Markt tatsächlich an Stärke gewinnt. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, warum wir heute das Gap gesehen haben und die Stärke, weil hier einfach nochmal Aufwind gekommen ist, nachdem diese ganze Mail-Affäre jetzt doch sich scheinbar in Luft auflöst. Das spricht dafür, dass der Markt hier tatsächlich auch weiter Potenzial hat. Sollte allerdings das eintreten, dass Trump die Oberhand gewinnt, dann werden wir sowas Ähnliches wahrscheinlich erleben wie mit dem Brexit. Und wir haben alle gesehen, was da passiert. Die Märkte waren sehr schwach danach gewesen, auch wenn sie sich hinterher sehr schnell wieder erholt haben. Aber diese Volatilität, die zeigt sich halt momentan an allen Enden. Und deswegen denke ich, ist es hier jetzt einfach erstmal wichtig, gerade für den nicht so geübten Trader hier vielleicht etwas Ruhe walten zu lassen und dann wirklich erst ab Mittwoch dann oder Donnerstag wieder in den Märkten aktiv zu werden. Alle anderen, die jetzt Positionen haben, die schon gut in den Gewinn vielleicht gelaufen sind, die können sich natürlich überlegen, ob sie ihre Position weiterlaufen lassen. Wie gesagt, ich werde auch in der Lufthansa, die ich jetzt habe und die auch schon gut ins Plus gelaufen ist, auf jeden Fall diesen Trade offen halten, wenn sich da jetzt nichts weiter morgen Vormittag dran ändern würde. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir vielleicht noch auf ein paar Devisenwerte, die wir beim letzten Mal auch besprochen haben, und dann gehe ich vielleicht auf Trades von mir ein, die ich derzeit offen habe oder die ich in der letzten Woche abgeschlossen habe, und wenn ihr dann Fragen habt, dann könnt ihr diese natürlich stellen, denn gerade, wie gesagt, jetzt haben wir eine sehr, sehr tolle Börsenphase eigentlich, weil, ich sag mal so, gerade Oktober, November, Dezember sind sowieso saisonal gesehen eher starke Zeiten, in denen es sich wirklich lohnt zu handeln, weil wir eben A, Volatilität haben, aber auch häufig danach wirklich eine trendstarke Phase bekommen. Also ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich eine Entscheidung diese Woche sehen, ob die Märkte eher in die Long- oder in die Short-Richtung gehen möchten. Schauen wir einfach mal ein paar Devisenpaare an. Wir hatten das beim letzten Mal zum Beispiel unter anderem das britische Pfund gegen den Australdollar besprochen. Also hier sehen wir, dass wir einen sehr langen Trend haben, der mustergültig im Endeffekt nach unten geht. Und das ist eigentlich genau das, worauf ich halt im Trading auch achte, also wirklich darauf, dass ich Trends habe, die halt immer konstant auf Tagesbasis wirklich sehr gut laufen, und versuche dann, je nachdem, ob ich jetzt auf Stunde einen Trade machen möchte, was ich ja sehr häufig eher dann im Devisenmarkt mache. Ich bin ja nicht so der Devisentrader, der im Minutenchart oder 5-Minuten-Chart unterwegs ist, sondern ich nutze da lieber die mittleren Zeiteinheiten für gute Trends, und die verlaufen hier, wie man das sieht, auch sehr sauber. Das heißt also, hier kann man wirklich sehr gut immer wieder drauf setzen, auf solche Bewegungen. Müssen wir einfach mal abwarten, wie jetzt am Morgen oder übermorgen die Reaktionen sind, denn ja auch hier kann man davon ausgehen, dass natürlich die Präsidentschaftswahl auch Auswirkungen im Endeffekt auf das hat, was wir hier sehen, nämlich auf die verschiedenen Devisenpaare. Der Euro-US-Dollar ist ja einer der Märkte, die wirklich extremst viel auch von deutschen Händlern gehandelt wird, vor allen Dingen auch von privaten Tradern. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, ich werde mich hier im Euro-US-Dollar erst wieder dann positionieren, wenn wir hier diesen Unterstützungsbereich zwischen 1,07 und etwa 1,10 nach unten verlassen. Wir sehen auch, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wir sind hier eingetaucht in diese Unterstützungszone, und ja, deswegen heißt das Ganze auch Unterstützungszone, weil hier der Bereich wieder einmal gehalten hat. Und mir ist es einfach immer zu spekulativ, in diesen Bereichen darauf zu setzen, dass das hier irgendwo hält, weil ich weiß halt nicht, wo hier irgendwo ist. Die Stops sind für die Devisenhändler, wenn man nicht gerade auf gewohnt ist, mit 200 Pips oder mehr Stops zu arbeiten, halt sehr schwer, das Ganze zu handeln. Und wir sehen auch jetzt hier wieder, der Markt läuft jetzt auch wieder nach unten weg. Also ich warte jetzt wirklich einfach nur darauf, dass dieser Bereich hier aufgegeben wird. Und dann werde ich versuchen, auch hier wieder einen Trade zu machen. Denn wir haben ja auch im letzten Jahr hier wirklich sehr schöne Trades im Euro-US-Dollar auf der Short-Seite machen können. Denn
auch wenn man im Devisenmarkt normalerweise nicht so starke Bewegungen häufig sieht, aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier ein Jahr zurück, hier war wirklich, wir sind hier runtergekommen von 1,40 bis unter 1,10 und hier war es wirklich sehr, sehr einfach, hier im Devisenmarkt auch den Trade zu machen. Und wir haben es ja auch im letzten Jahr eigentlich immer wieder besprochen, wie man da rangehen soll. Also wirklich einfach schauen, das ist auf Tagesbasis und dann den Blick auf die Stunde zu nehmen. So, der Euro gegen den Australdollar. Auch hier war im Prinzip hier die wichtige Bereiche zwischen 1,43,50, 1,44,50. Diesen haben wir nach unten gebrochen, haben jetzt danach den Rücklauf gesehen und jetzt ist eigentlich eine schöne Phase, wo wir gute Chancen haben, dann tatsächlich wieder auf die Short-Seite zu wechseln. Ich denke, hier ist jetzt der spannende Bereich, einfach zu schauen, können wir hier einen Trade auf Stundenbasis bekommen. Deswegen schalte ich hier auch nochmal dann in den Stundenchart hinein, weil ich denke, das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Wir sehen hier, dass der Aufwärtstrend hier zwischenzeitlich doch gebrochen ist. Ich zeige das nochmal hier auf. Also das war ja der Korrekturtrend, den wir hier gesehen haben in diesem Bereich. Dieser ist ja zwischenzeitlich gebrochen worden. Das heißt, es hat sich hier ein neuer Trend nach unten gebildet. Also auch hier hatte man jetzt die Möglichkeit, hier schon zwei Einstiege zu finden. Zum einen hier natürlich bei der 1,44,10 in etwa oder hier auch nach dem typischen Rücklauf, den wir ja auch vorhin bei den anderen Devisenpaaren gesehen haben, hier wieder an die Ausbruchsmarke bei etwa 1,44, wo dann eine gute Möglichkeit gewesen wäre, hier in den Trade hineinzugehen. Ich sage, wäre hier eine gute Möglichkeit gewesen, also hier unten zum Beispiel bei 1,43,60, 1,43,70. Ich selber habe den Trade nicht genommen, genau wie ich auch letzte Woche Donnerstag und Freitag keine Trades genommen habe, außer die, die ich im Vorfeld schon eingegeben hatte, denn ich bin im Moment sehr viel unterwegs. Ich war jetzt seit Donnerstag beruflich in Köln, bin auch gestern Nacht erst wieder zurückgekommen, habe dadurch auch erst heute Mittag das erste Mal wieder hier am PC meine ersten Mails hier beantwortet, bin auch Mitte der Woche sofort wieder weg im Workshop. Also von daher werde ich jetzt keine großen Trades eingehen und habe damit auch nicht so das Problem, dass jetzt tatsächlich hier hohe Volatilität aufgekommen ist. Wie gesagt, ein paar Trades sind noch offen und die besprechen wir gleich auch noch. Aber das ist so das typische Bild, was mir jetzt hier im Euro Australdollar auf jeden Fall gefällt und wo ich auch gerne, wenn wir noch einen Rücklauf tatsächlich hier bekommen sollten, im Stundenchart hier versuche einzusteigen. Also wenn wir hier nochmal tatsächlich an die 1,43,70, 1,43,80 zurückkommen, dann sehe ich hier gute Möglichkeiten, hier nochmal einen Trade zu machen. Ich glaube, denke, wird die Order nachher auch einfach eingeben, weil wir hier dann tatsächlich noch die Chance haben, doch ein ganzes Stück mitzunehmen. Okay, kommen wir noch zum letzten Devisenpaar, Australdollar gegen den kanadischen Dollar. Auch hier im Endeffekt das gleiche Bild. Hier hatten wir auch, ich mache das extra noch mal ein bisschen auf, weil das ist halt so, wenn man im Tageschart oder im Stundenchart unterwegs ist, braucht man halt für alles ein bisschen Zeit. Wir sind hier halt in einem langfristigen Aufwärtstrend und hier ist es ähnlich wie beim Euro-US-Dollar. Wie gesagt, wichtig ist halt hier, dass wir durch diese Marke erstmal durchgehen. Und dann sehen wir auch, was hier passiert ist. Also wir haben hier den Ausbruch gesehen, sehen hier auch den Retest. Das ist immer das, wovon ich auch immer spreche, was auch immer wirklich extrem wichtig ist, diese Retests, die dann kommen, weil die ermöglichen uns natürlich ein Setup, mit dem wir dann einfach in die Märkte hineingehen. Wir können unsere Stops sehr gut kalkulieren, dass sie nicht zu groß werden und ob wir dann den Einstieg auf Tag, auf Stunde im Devisenbereich, die meisten ja wahrscheinlich dann doch eher vielleicht sogar unterhalb der Stunde hier im 5-Minuten-Chart versuchen, hier hineinzukommen. Das macht halt durchaus Sinn. Und da sieht man dann auch, die verschiedenen Trendgrößen kann man dann wirklich sehr gut hier sehen, wenn man solche Rückläufe hier halt hat, dass man wirklich sagen kann, okay, der Markt bricht hier halt aus, macht hier dann auch den Rücklauf drauf und dann kann man entweder im Stundenchart halt hier einsteigen oder wenn ihr halt intraday unterwegs seid, dann versuchen aus den Rückläufen, die dann kommen, jeweils versuchen dann hier intraday im Minutenchart, 5-Minuten-Chart, 15, je nachdem, was ihr hier halt handelt, in den Markt hineinzugehen. Und diese Bewegung, die wir hier immer wieder sehen, diese Dynamik, die hier aufsteht, das ist eigentlich der Grund, warum ich hier dieses Devisenpaar auch immer wieder auf dem Plan habe, denn wir sehen hier, der Markt ist hier wirklich sehr stark hochgelaufen. Wenn wir uns dann anschauen, aus der Korrektur heraus wirklich sehr schön hoch, dann etwas, was im Devisenmarkt eben, ja, ich sage, also für mich, ich sage ich immer leider, weil ich nicht so der ganz große Freund davon bin, dass diese Rückläufe immer so extrem stark im Devisenmarkt sind. Dem einen oder anderen macht es nichts aus.
ist eigentlich auch rein Gefühlssache, weil es geht ja nicht besser oder schlechter im Trading. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder in den Webinaren, in den Coachings auch gefragt wird. Ja, was ist denn jetzt so das Ideale zum Einstieg? Welche Zeiteinheit oder welche Trendgröße? Es ist nicht so einfach zu beantworten, weil es ist klar, wenn ich auf Tag und Stunde handle, habe ich natürlich häufig die sichereren Trends, die stärkeren, aber man muss auch ganz klar sagen, also wenn man zum Beispiel im Devisenmarkt unterwegs ist, dann sind die Stops natürlich dann auch recht groß und das kann man natürlich mit einem kleinen Handelskonto auch immer schwer umsetzen. Deswegen muss man da halt dann auch schon mal vielleicht auf die kleineren Zeiteinheiten rübergehen. Wenn man im Indexbereich unterwegs ist oder so wie ich hauptsächlich ja einen Großteil meiner Trades im Aktienbereich machen, da können wir natürlich die Trades wirklich so klein machen, wie wir möchten. Und dann können wir natürlich hier immer, wenn wir aus einer solchen Situation herauskommen, dann natürlich immer versuchen, hier wirklich, egal in welcher Zeiteinheit, hier diese Aufwärtsbewegung zu nutzen. Denn wir sehen, wir haben hier einen intakten Trend und von daher macht es hier halt durchaus Sinn, hier immer wieder zu schauen, dass man hier in ein solches Paar hineinkommt. Ich sehe gerade eine Frage, weil was mit Öl ist, also ich, Andreas, ich bin kein großer Ölhändler. Also ich bin, was den Rohstoffmarkt angeht, ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt, da gibt es Kollegen, die sind da viel, viel fitter drin als ich. Also Rohstoffmarkt ist wirklich nicht so das, was ich wirklich sehr gerne mir anschaue. Ich bin ein großer Freund vom Goldmarkt und auch vom Silbermarkt. Trade den aber nicht, sondern bin dort mehr als Investor unterwegs. Ich habe es auch schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt. Also ich steige halt wirklich konsequent in den Goldmarkt ein, wenn wir von oben 30-40% verloren haben und baue meine Position einfach immer, immer weiter auf und zwar in physischem Gold. Also ich möchte da nicht in irgendwelchen Zertifikaten oder so stecken, sondern ich baue das einfach konsequent auf und da ist es mir auch egal und wenn der Goldpreis auf 500 fallen würde, wäre es kein Problem, weil ich habe dann das Gold einfach physisch und kann einfach darauf warten, bis dann irgendwann wieder der Markt nach oben kommt. Also deswegen zu dem Thema Öl, wie gesagt, ist nicht meins, musst du eigentlich einfach mal umschauen, welcher Kollege da wirklich aktiv ist. Okay, also ich denke hier zu dem Devisenmarkt vom Screening haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wichtig ist da halt immer darauf zu achten, wenn ihr durch die Märkte geht, schaut einfach im Long-Bereich halt häufig nach den Werten, die sich, wenn ihr Long gehen wollt, die halt oberhalb des 200er EMA sind. Das ist halt so die erste Grundvoraussetzung und dass ihr unter markttechnischen Gesichtspunkten einen sauberen Aufwärtstrend habt, weil dann habt ihr natürlich immer einen der großen Vorteile auf eurer Seite und natürlich analog dann auf der Short-Seite. Okay, dann würde ich vorschlagen, dann gehe ich vielleicht noch gerade auf ein paar Werte ein, die ich derzeit im Depot habe, beziehungsweise die ich zum Abschluss gebracht habe in den letzten Tagen und wir können dann von da aus natürlich auch noch gerne eure Fragen zu einzelnen Werten oder eben auch zu der derzeitigen Situation besprechen. Okay, also wir haben einen Trade, den ich eingegangen bin in der letzten Woche. Ich habe es ja auch bei mir in der Facebook-Gruppe beschrieben. Das ist zum Beispiel ein Trade, den ich im DAX gemacht habe. Ich zeige den einfach mal hier auf dem großen Bild. Also ich habe den in einem kleinen Zeiteinheit natürlich eingegangen, weil hier, wenn man sich das anschaut, im Tageschart sieht man ja eigentlich, wir sind prinzipiell long unterwegs. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir hier eine Korrektur gesehen haben, weil der Markt hier natürlich auf der Oberseite ganz klar zu erkennen hier nicht durchgekommen ist. Das heißt, wir haben hier auf der Oberseite bei etwa 10.800 einen Bereich, wo der Markt mehrfach versucht hat reinzulaufen und auf der Unterseite etwa bei 10.700 Punkte. Das ist hier so dieses Feld, da sind wir einmal, zweimal, dreimal, viermal reingelaufen. Das ist ja auch das, was wir im Devisenmarkt häufig sehen. Dann kommt der Markt hier nicht durch. Was passiert, wenn ein Markt nicht nach oben kommt, dann versucht das halt auf der Unterseite. Und das haben wir hier immer gesehen und der Markt ist dann vom Hoch im Endeffekt immer so zwischen 300 und 400 Punkte hier abgeprallt. Das sind dann die Trends, die wir dann meist im Stundenchart besser erkennen. Und wenn ich hier im Stundenchart einen Trade erkenne, dann nutze ich diesen natürlich dann auf der
Intraday-Seite. Das heißt also, Intraday haben wir natürlich im Gegensatz zum Tages- und Stundenhandel natürlich viel mehr Möglichkeiten, denn hier, wenn wir uns den DAX anschauen, da sehen wir schon, hier haben wir eigentlich seit August mehr oder weniger Geplänkel. Das heißt, wir haben hier keine richtigen Trends mehr gehabt. Es gab auch natürlich zwei, drei Aktien, die recht gut ausgesehen sind und da konnte man auch was machen, aber es ist halt sehr schwer, weil muss ich vorstellen, wenn man drei Aktien hat im DAX, die gut aussehen, dann heißt es, 90% sehen eben nicht so gut aus. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann eben gerade, wenn man noch nicht so fit ist im Trading, dass man dann häufig doch vielleicht in eine dieser Aktien gerät, die eben nicht so gut sind. Und deswegen sage ich also für mich immer, wenn ich keinen sauberen Trend habe, so wie jetzt zum Beispiel im DAX in den letzten Wochen, dann nutze ich das wirklich nicht mehr für große Positionen, um hier etwas aufzubauen, sondern ich bleibe dann einfach dem Markt fern und versuche dann entweder einen anderen Markt zu finden, in dem es sich eben lohnt, hier hineinzugehen oder alternativ dann tatsächlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt intraday in Trades hinein, nämlich dann, wenn sich dann vielleicht auf dem übergeordneten Trend, zum Beispiel auf der Stunde, eine gute Situation findet. Und das kann man zum Beispiel hier ganz gut sehen. Wir hatten das hier, zeichne mal die Situation hier ein. Der Markt ist hier schwach geworden, nachdem wir hier nicht durchgelaufen sind. Gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal im Stundenchart dann auch an. Und dann sehen wir dann auch hier, wie der Markt dann hier im Stundenchart dann hier auch recht schwach wurde. Und das Ganze habe ich halt dann auch genutzt, nachdem es hier dann zu einem Abwärtstrend gekommen ist. Der ist ja auch recht einfach zu sehen, wie der Markt hier Stück für Stück dann nach unten gelaufen ist. Hier sehen wir, haben wir den ersten Trend bekommen, haben dann hier eine Korrektur gesehen und dann habe ich hier diese Abwärtsbewegung einfach für ein Trade genutzt. Und man kann es hier auch ganz gut sehen, wir haben hier so eine typische Trend im Trendformation bekommen und die habe ich dann einfach hier nach unten gehandelt. Wovon ich nicht ausgegangen bin, ist eben das, was jetzt am Wochenende passiert ist, dass wir dann am Montag hier im Endeffekt mit einem großen Gap in den Markt starten. Davon bin ich nicht ausgegangen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich positiv ausgegangen, dieser Trade. Nur er hätte natürlich viel, viel besser laufen können, wenn ich zum Beispiel eine Gewinnmitnahme gemacht hätte. Wäre ja vielleicht in diesem Falle keine schlechte Idee gewesen, hier unten vielleicht irgendwann mal Gewinne mitzunehmen. Punkt ist einfach der, wenn ich gewusst hätte, was heute passiert, dann wäre es natürlich schlau gewesen, Gewinnmitnahmen zu machen am Freitag. Und wenn ich es gemacht hätte, dann würde ich es euch auch sicherlich zeigen. Aber ich habe es eben nicht gemacht. Und warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich einen Handelsplan habe. So, und genau wie ich einen Handelsplan habe, solltet ihr natürlich auch einen Handelsplan haben. Und dieser Handelsplan von euch, der sollte natürlich so aussehen, dass ihr euch in euren Trades auch wohlfühlt. Und ich habe einfach über die vielen Jahre, in denen ich trade, ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, seit 18 Jahren hauptberuflich, habe über 45.000 Trades in der Zeit gemacht und die Aufzeichnungen zeigen halt bei mir, dass nach dem System, wie ich da rangehe an die Märkte, es einfach besser ist, Trades laufen zu lassen. Also zumindest auf den mittleren und großen Zeit- und Trendeinheiten, das heißt also ab Stunde aufwärts, bin ich wirklich bereit, Trends sehr, sehr lange laufen zu lassen, was einfach diesen riesen Vorteil hat, dass die Gewinne überproportional groß werden können. Und das ist ja das, worum es auch geht im Trading, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn ihr Trades eingeht und immer die Gewinne sehr früh mitnimmt, dann wird das natürlich eure Quoten, eure Trefferquote positiv beeinflussen. Der Punkt ist nur, ihr kommt ja auch mal in Phasen hinein, das kennt der ein oder andere vielleicht von euch, vielleicht auch ein paar mehr unter euch, dass man vielleicht auch mal mehrere Verlusttrades hintereinander hat. Wir gehen in den Workshops und auch im Coaching immer wieder darauf ein, was ist denn normal, wie oft kann man denn auf 500 oder 1000 Trades, die man vielleicht gemacht hat, tatsächlich hintereinander verlieren, auch wenn man eine Trefferquote von 50% hat. So, und das ist eben das Krasse, dass man hier wirklich oft 5, 6, 7 Mal hintereinander verlieren kann, obwohl man alles richtig gemacht hat. Und das muss man aushalten können. Und wenn man jetzt seine Stops so ranzieht, dass man zu früh ausgestoppt wird, oder man nimmt sogar noch, was krasser ist, die Gewinne immer mit, dass man vielleicht im Stundenchart bei 1:2 immer rausgeht aus dem Trade,
schreibt das mal auf, also hier dieses Verhältnis 1 zu 2 Intraday, ist das eine tolle Sache, wenn man Gewinnmitnahmen macht. Aber auf Tagstunde habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man sich um diese One-Up beraubt. Also diese Möglichkeiten wirklich mal ein 1 zu 3, 1 zu 5, 1 zu 10, wird euch gleich ein Trade noch zeigen im VXX, den ich letzte Woche gehabt habe. Da habe ich einen Teilverkauf, den ersten Teilverkauf gemacht bei 1 zu 30. Also das ist, aber das ist ein Trade, der passiert einmal im Jahr, dass man so einen One-Up bekommt. Also die meisten, wenn man sie laufen lässt, haben dann vielleicht 1 zu 5, 1 zu 8, 1 zu 10. Aber da könnt ihr natürlich dann auch vieles an Verlusttrades ausgleichen. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht so wirklich auf dem Plan haben. Denn wenn man in so einer Phase ist und man ist vom High 5% weg, 10% von seinem Konto, dann brauchen wir einfach diese One-Up. Und wenn wir dann unsere Trades beschränken, indem wir einfach sagen, naja, ich gehe hier so einen Trade ein und ich löse den hier auf und gehe auch nicht nochmal neu hinein, naja, dann wird das halt schwer, wenn ich mal 5, 6 Trades hintereinander verloren habe, diese auf einmal auch wiederzuholen. Deswegen lasse ich die einfach laufen und wenn alles ganz normal gelaufen wäre, dann wären wir ja auch hier irgendwo aus in diesem Bereich rausgekommen. Wie gesagt, jetzt ist der Trade hier oben geschlossen worden bei 10.430, 10.440. Spielt auch eigentlich keine große Rolle. Der Trade ist immer noch sehr schön, weil er eben auch auf einer kleinen Zeiteinheit eingegangen wurde und hat damit eben dann doch noch ein schönes CRV erreicht. Wie gesagt, neue Trades jetzt hier vor der Wahl würde ich jetzt nicht unbedingt eingehen wollen, aber prinzipiell kann man das natürlich hier, wie auch gezeigt, eigentlich sehr gut immer machen. Den Trade, den ich eingegangen bin, zeige ich dann natürlich jetzt hier auch noch einmal kurz an dieser Stelle. Ich mache gerade einen Screenshot auf, also die, das war die Grundidee, dass wir hier, was ich vorhin auch schon gezeigt habe, und dann habe ich den Trade dann ganz normal aufgemacht in einem ETF. Vielleicht auch um der Frage vorzugreifen, warum in einem ETF? Kleinen Moment, ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken. Man hätte den Trade natürlich auch mit einem CFD aufmachen können, das wäre auch genauso gut gegangen. Ich habe auch schon oft darüber gesprochen, ich bin halt ein riesiger Freund von diesen ETFs, weil ich dort keine Hebel habe. Weil ich möchte keine Hebel haben. Man kann das natürlich auch mit CFDs machen, je nachdem, wenn man gerade kleine Konten hat, macht es sogar durchaus Sinn, mit CFDs zu agieren. Ich habe es hier wieder im ETF gemacht, wie ich das auch in den Coachings mache und deswegen mache ich das halt auch jetzt hier und zeige es auch hier, wie ich dann in den Trade oder wie ich hier agiert habe. Wie gesagt, hier auf einer kleinen Zeiteinheit hier einfach den Trade aufgemacht, hier im 5-Minuten-Chart und hier könnt ihr dann auch schon sehen, der Markt hat sich dann hier doch sehr schön nach unten entwickelt, bin hier dann hier in diesen Trade hier eingestiegen, nachdem der Markt hier diesen Bereich dann nicht einfach mehr höher ging, hat hier konsolidiert gehabt, ist dann hier schön wieder nach unten gelaufen und hier kann man dann wirklich sehen, wie mustergültig dann der Trade hier dann auch gelaufen ist. Was ich dann natürlich häufig mache, wenn ich solche Trades intraday eröffne, das ist dann, dass ich versuche, diese Trades möglichst lange laufen zu lassen. Weil ich meine, das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, den Lufthansa-Trade, den ich im Moment aufhabe, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn der sich positiv entwickelt, heißt, wenn der auch morgen gut läuft, dann werde ich so einen Trade einfach auflassen. Weil dann sage ich einfach, wenn ich weit vorne bin, was soll schon groß passieren? Also die Welt wird ja nicht untergehen, nur weil wir einen neuen Präsidenten haben. Dass es da zu Volatilitäten kommt, ja, aber eben nichts, was mich umbringt. Aber wenn man vorsichtig sein möchte und dann schließt man einfach die Position, wie wir das ja eingangs versprochen haben, und agiert dann einfach am Mittwoch, wenn wir wissen, was hier passiert. So, und jetzt wie gesagt, Trade hier runter. Und der ist dann ja auch noch am Freitag noch ein Stück weiter runtergelaufen und der ist dann allerdings heute dann tatsächlich dann auch ausgestoppt worden, dieser Trade. Und ich muss mir gerade schauen, wo ich diesen Trade dann habe, damit ich ihn euch zeigen kann. Ich glaube, hier im Snapshot habe ich ihn gemacht, genau. Hier kann man es sehen. Also das war der Trade, den ich dann hier gehabt habe und der ist dann heute Morgen dann ausgestoppt worden bei 91 Euro, sorry, bei 91,14. Hier oben sehen wir, bei 93,50 bin ich short gegangen und wie gesagt, es war ein sehr enger Stop von 50 Cent gewesen. Das heißt, also wir haben hier immer noch einen Gewinn von 2,30 $, was einem CRV von gut 1 zu 4 entspricht. Und das ist eben das, was man eben machen kann. Man geht einen Trade in einer kleinen Zeiteinheit ein, egal ob auf Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 15, was ihr gerne halt handelt. Das ist ja wirklich immer davon auch abhängig, wie man mental damit umgehen kann mit solchen Dingen.
Und dann in einem zweiten Schritt geht man einfach hin, macht entweder einen Teilverkauf am Ende des Tages und nimmt dann die Position vielleicht mit und hält ihn dann vielleicht im Stundenchart oder im Tageschart. Zum Weiteren seht ihr, dass ich noch eine neue Position aufgemacht habe im VOXX, das ist ein Volatilitätsindex. Kommen wir gleich vielleicht zum Abschluss noch auch drauf, denn hier drin habe ich auch noch einen Trade gehabt, den ich in der letzten Woche hatte. Die unter euch, die bei mir natürlich regelmäßig vorbeischauen, bei Markttechnik erfolgreich handeln in der Facebook-Gruppe, haben den Trade natürlich auch schon gesehen. Ich mache ihn jetzt mal gerade für euch noch auf. So, hier kann man es auch ganz gut sehen. Hier oben sind wir dann, bin ich short gegangen bei 34,09, auch mit einem sehr, sehr engen Stop. Hier unten sieht man schon, der Trade ist wirklich vorbildlich gelaufen. Auch hier Trade auf einer kleinen Zeiteinheit aufgemacht und dann in eine, einfach in den Stundenchart überführt und dann hier den Teilverkauf gemacht bei 30,51, glaube ich, war es gewesen und bin dann mit der Restposition dann hier oben, als wir über das Hoch gelaufen sind, bei etwas über 31 ausgestoppt worden. Also kann man schon sehen, das CRV ist hier natürlich riesengroß. Ihr seht es schon, das liegt aber einfach daran, dass ich den Trade auf einer kleinen Zeiteinheit eingegangen bin und dann eben auf eine große transferiert habe. Und wenn man dann es schafft, einen Trade wirklich über mehrere Tage zu halten, dann gibt das eben einen solchen Trade. Wichtig ist einfach nur, dass es sich, dass ihr das im Kopf immer behaltet, das sind keine Regeltrades. Also das sind keine Trades, die man jeden Tag macht und auch diese Gewinne sind nicht jeden Tag da. Der Oktober war wirklich bis zu diesem Zeitpunkt ein recht durchwachsener Monat mit sehr wenigen Trades, weil wir sehr viel Seitwärtsmarkt im S&P hatten. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, dass der S&P wirklich sehr, sehr lange seitwärts gelaufen ist. Den DAX hatten wir vorhin erst seitwärts gelaufen, nur der Nasdaq ist long gelaufen. Das heißt, sehr schwerer Markt, sehr untypisch auch für den Monat Oktober. Der ist natürlich häufig volatil, aber meistens so, dass man hier doch mit einem positiven Abschluss zum Tragen kommt und das haben wir jetzt nicht gesehen diesen Monat, deswegen hoffe ich, dass wir im November jetzt da sehen, dass es einfach besser läuft. Aber diese Trades, die bekommt man halt und darauf wollte ich jetzt auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Wenn ihr Trades Intraday eingeht, und das, wie gesagt, das spielt die Zeiteinheit keine Rolle, ob 15 Minuten, 10, 5 Minuten und ihr versucht, diese Trades wirklich zu halten, von mir auch gerne einen Teilverkauf mitmacht, weil das ergibt durchaus Sinn in einem Intraday-Trade, aber dann den Rest einfach versucht zu halten über eine größere Zeiteinheit, Trendgröße, dann habt ihr die Chance, dann aus einem Trade, wo ihr sonst vielleicht nur einmal 1:2, 1:3, 1:4 macht, dann auch 1:5, 1:10 oder auch mal so ein Monster-Trade, der vielleicht einmal im Jahr vorkommt, von 1:20 oder mehr zu machen. Ja? Okay, was habe ich noch im Moment offen an Trades? Ich habe im Moment offen noch ein Lufthansa-Trade, auch da im Prinzip relativ einfach die ganze Sache. Ich mache mal gerade das Bild hier auf. Jetzt muss ich gleich, glaube ich, nur noch Interactive Brokers noch mal kurz anbinden, damit ich ihr den Trade auch sehen könnt, den ich dort habe in der Lufthansa. Hier eingezeichnet ist das Ganze, aber ich will den Trade auch gerne euch zeigen, deswegen setze ich den jetzt mal gerade noch, mache ich noch mal gerade die Verbindung für euch, damit ihr den Trade dann vielleicht auch noch gleich sehen könnt. Ja, welche Trade-Idee stand dahinter? Das war natürlich auch eine Intraday-Trade, also weil, wie gesagt, auf Tag und Stunde macht das Ganze halt wenig Sinn, in Lufthansa zu agieren. Warum macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn? Weil wir sehen hier, die Lufthansa ist ja eigentlich eine recht schwache Aktie gewesen. Wir sind hier von 15 runter auf 9, sehen jetzt hier so diesen Erholungsbereich, wo der Markt jetzt hier wirklich auch nach oben kommt. So, jetzt haben wir das auch mit der Anbindung. Und jetzt können wir hier nämlich sehr gut sehen, wenn man jetzt hier reingeht in den Trade, da sieht man einfach, man hat hier gute Chancen, jetzt einfach versuchen, auf dem Intraday-Bereich hier einen Trade aufzumachen. Wenn ich jetzt mal schaue, ich glaube, wie viele Ticks sind wir jetzt vorne momentan, müssten gut 4% sein. Zeigt er nicht an, ist aber auch egal. Hier kann man sehen, also bei 1,72 rein, wir sind jetzt bei 12,18, sind 28 Cent, 38, 46, ja, also knapp 4% etwa. Das macht einfach Sinn, wenn ich jetzt
überlege morgen, wenn die Aktie morgen genauso stark ist wie heute, wir haben heute quasi eine der Performer neben der Deutschen Bank, die, glaube ich, noch etwas stärker war mit 5%, Commerzbank auch 5%, dann werde ich die Aktie auf jeden Fall eben mitnehmen. Sollte das morgen nicht der Fall sein, dann werde ich diese auf jeden Fall noch schließen, weil da möchte ich das Risiko halt nicht overnight mitgehen. Okay, dann schaue ich mal, was an Fragen von euch hier aufgekommen ist. Da haben wir zum einen, was meinst du zu Amazon, Facebook und Google? Alle gut abgesagt, jetzt wieder Erholung. Also wie gesagt, man kann sich natürlich jetzt einzelne Bereiche oder einzelne Werte anschauen. Das haben wir ja sonst auch immer sehr viel gemacht, uns einzelne Werte angeschaut. Das Problem, was ich im Moment einfach sehe, ist, also gerade so mit dem heutigen Tag, alles, was man heute sagt, das kann am Mittwoch Makulatur sein. Deswegen glaube ich einfach, dass es heute nicht so der gute Tag ist, um zu sagen, naja, diese Aktien sind jetzt gut, die solltet ihr euch anschauen, was wir sonst ja immer gerne machen und was ich auch immer gerne mache. Natürlich können wir uns ein, zwei Werte einfach mal anschauen, wie sie aussehen würden und was passieren könnte, wenn jetzt nicht es so wäre, dass wir jetzt Wahl hätten. Lass mal gerade hier die aktuelle Liste einlaufen. Amazon war es, glaube ich, gewesen. Er lädt gerade noch, dauert noch einen kleinen Moment. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal ein paar Fragen im Chat beantwortet. Schauen Sie ja, da auch perfekt. Mal im Chat, dass Sie da auch die Antwort bekommen haben. Okay, also hier jetzt Frage war ja zu Amazon, starke Korrekturen. Ja, sieht man. Wir sehen aber auch, dass der Aufwärtstrend hier unten tatsächlich dann angelaufen wurde. Wir sehen heute eine starke Erholung. Ob das ausreicht, dass Amazon jetzt wirklich wieder nach oben kommt? Also wie gesagt, ich habe, selbst wenn wir jetzt keine Wahl hätten, hätte ich erstmal meine Zweifel, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in der Aktie einzusteigen. Also ich selber würde sie nicht handeln momentan, weil es einfach zu viele Punkte gibt, die mich daran stören würden. Unter anderem die recht starke Korrektur. Ich bin jemand, der nicht so gerne diese starken Korrekturen mag. Aber wie gesagt, ich würde einfach abwarten bis Mittwoch und dann würde ich neu evaluieren, wo macht es jetzt Sinn, zu schauen, da reinzugehen oder nicht. Ich hätte auch vorgeschlagen, dass wir einfach am Mittwoch nochmal ein Webinar zu dem Thema machen, weil da macht es ja durchaus Sinn. Nur ich kriege es einfach diese Woche nicht hin, weil ich am Donnerstag nach Lohr fahre und dann anschließend nach meinem Workshop auch nach Frankfurt. Kommen wir auch zum Schluss nochmal drauf. Da halte ich auch ein paar Vorträge, unter anderem auch für CapTrader und FX Flat. Also kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal kurz drauf. Also prinzipiell finde ich, dass die Aktie gerade nicht so wahnsinnig stark aussieht und deswegen würde ich hier auch, glaube ich, eher erstmal die Finger davon lassen. Auf Facebook war die kurze Frage, auch hier sehen wir, es gab ein starkes Gap nach unten, sind auch von oben gut 10% gefallen. Wir haben zwar heute Morgen einen Gap gesehen, aber auch das ist eine Aktie, wo ich mich momentan einfach nicht rantrauen würde. Das liegt einfach an den Gründen: A, passen mir die Indizes gerade nicht, B, wir haben Wahl und C, die Aktie sieht auch nicht wirklich gut aus meiner Sicht, beziehungsweise aus markttechnischer Sicht. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wird der VXX Short erst nach der Wahl wieder interessant? Das ist schwer zu sagen, Lutz, ob der VXX erst wieder danach interessant ist oder ob der momentan schon interessant ist. Das liegt halt daran, das ist ja ein Volatilitätsindex beziehungsweise ein ETF darauf und du musst natürlich schauen, auf was, wovon gehst du aus? Und wenn du davon ausgehst, dass Trump die Wahl gewinnt, dann würde die Long-Seite natürlich durchaus mehr Sinn machen, nachdem der VXX heute hier 8-10% zurückgekommen ist. Das ist halt die spannende Frage, wie du das Ganze für dich halt interpretierst. Und wenn du nicht schon weit vorne bist mit dem Trade, dann würde ich ihn auf jeden Fall schließen vorher, wenn du keine feste Meinung hast. Bist du schon gut im Plus, dann kannst du natürlich, natürlich den Short laufen lassen. Also wenn du den am Freitag aufgemacht hast, dann wirst du jetzt 8-10% vorne sein und dann kann man das natürlich super aushalten, so ein Short. Ne? Okay. Wolfgang, wenn man jetzt Short im DAX seit Freitag war und aufgrund des Nachthandels im S&P weiß, es wird ein starkes Aufwärtsgap geben, Sell zum DAX oben oder zur Eröffnung abwarten oder Rückkauf. Also ich handle prinzipiell nicht außerbörslich, Wolfgang. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, diese außerbörslichen Geschichten zu machen.
Bei vielen Brokern ist das auch gar nicht möglich. Ich kann nicht mal sagen, ob es bei FX Flat möglich ist. Bei CapTrader ist es auf jeden Fall nicht möglich, wenn du den DAX handelst. Der ist nur von 9 bis 9 Uhr, wenn die Präsenzbörse aufmacht, bis Handelsschluss dann eben zu handeln. Also ich bin da kein großer Freund von, deswegen handle ich auch ETFs, damit ich nicht im Nachthandel einfach ausgestoppt werden kann. Das ist der entscheidende Grund. Ich habe dazu auch schon sowohl Videos gemacht, warum ich das eben nicht mag, diesen Nachthandel. Und wir haben auch Screenshots dazu gemacht, wie oft es passiert, dass wenn du da drinne bist und in einem CFD im Nachthandel oder auch nach 20 Uhr, dann gibt es irgendwelche Daten, die dann kommen oder spricht irgendjemand in den USA und dann gibt es eine kurze Bewegung von 50 Punkten und man wird da unnötig ausgestoppt. Also mein Ding ist es nicht. Ne? Okay. Bei FX Flex kann man den DAX auch 24 Stunden handeln, ja. Da kann man dann auch 24 Stunden handeln. Richtig. Also wer das mag, der kann das machen. Wie gesagt, also mein Ding ist es nicht, deswegen handle ich eben nur immer zu den Zeiten, wo auch die Präsenzbörsen aufhaben, weil dann einfach klar ist, dass ich auch immer sehr viel Volumen habe. Bei welchem Broker kann man den VXX handeln? Auf jeden Fall bei CapTrader, Interactive Brokers. Da kannst du den VXX handeln, aber natürlich auch bei anderen Brokern, also überall da, wo man ETFs handeln kann. Genau, habe ich auch dazu eine Antwort gegeben. Also sowohl bei FX Flat als auch bei CapTrader. Super. Wie lange bist du auf Tag und Stunde im deutschen Markt schon flat? Ich bin schon eine ganze Zeit flat. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Lufthansa bin ich jetzt seit 2 Tagen drin. Finde ich auch ganz entspannt. Also das geht wirklich gut. Ansonsten habe ich halt so gut wie gar keine Trades momentan. Weil es macht, wie gesagt, in dieser Marktphase, wo die Märkte sich nur seitwärts bewegen, wenig Sinn. Ich kann da ganz entspannt zuschauen. Warum soll ich das machen? Man braucht ja nur dann aktiv zu werden. Auch das ist etwas, was wir in den Workshops halt immer wieder ansprechen. Es macht halt keinen Sinn, jeden Tag konsequent einfach durchzuhandeln, wenn ihr zum Beispiel auf Tag und Stunde handelt. Selbst Intraday gibt es Tage, wo es wenig Sinn macht, sich zu engagieren, wenn wir keine Volatilität haben. Also denkt mal einfach nur 10 Tage zurück, im Prinzip nur 5 Tage im S&P, als er sich tagelang, 14 Tage lang, überhaupt nicht bewegt hat. Ich mache das hier nochmal auf, damit man das Bild nochmal vor Augen hat. Also da habe ich ganz, ganz viele gesehen, die in der Marktphase wirklich richtig, richtig viel Geld verloren haben. Und wenn wir uns das hier anschauen, also hier dieser Bereich war das, da hat der Markt sich über 2 Wochen in einer Spanne von 1,5 Prozentpunkten bewegt. Ja, wo soll denn da Bewegung herkommen und wo soll das Geld herkommen? Also das muss man halt immer beachten. Und ich bin lieber ein Freund, ich stelle mich dann einfach lieber an den Seitenrand, nutze diese 1, 2, 3 guten Chancen in der Woche, die sich vielleicht in Einzeltitel ergeben, wo eben Nachrichten zugekommen sind, wo es vielleicht eine Ad-Hoc-Nachricht gegeben hat, auf die ich dann einfach setzen kann, so wie das zum Beispiel bei Lufthansa eben hatten, wo wir die negative Nachricht hatten, dass Ryanair nach Frankfurt geht, was die meisten Teilnehmer erst einmal als negativ gewertet haben, dass Ryanair gesagt hat, wir wollen hier für 9,90 Euro Flüge in Frankfurt anbieten. Es war ein Strohfeuer im Endeffekt. Ein Tag ist Lufthansa runtergegangen und danach ist das Ding nach oben geschossen, sowohl am Freitag als auch heute. Und von daher, man muss halt nur wissen, wie man Nachrichten richtig handelt. Und das ist eben das, worauf es ankommt. Also nicht nur die Nachricht zu lesen, sondern dann auch diese Nachricht dann zu schauen, was macht der Chart daraus, also was machen die großen Händler, und das Ganze nutzt man dann einfach im Trading. Okay, magst du dir die AWK im Nasdaq anschauen? Ja, können wir machen. Wie gesagt, würde ich jetzt aber als letzten Wert machen, weil ich, wie gesagt, das macht jetzt halt wirklich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert. AWK habe ich jetzt hier gar nicht drauf, muss ich hier unten dann eingeben. AWK. Ja, also es ist eine recht schwache Aktie, ist ja hier eigentlich sehr klar zu erkennen, ist jetzt hier am EMA 200 hängen geblieben und spannende Phase wird jetzt einfach sein, ob wir hier unten die 69, 69,50 nach unten rausnehmen. Wenn das passiert, haben wir gute Chancen. Wenn du schon short bist, würde ich hier auf jeden Fall short bleiben in dem Wert. Und wenn du noch nicht short bist, finde ich, wenn sich da jetzt nichts weiter tut, kommt eben, wie gesagt, darauf an, was jetzt Dienstag, Mittwoch passiert, dann finde ich, ist das eine Aktie, die ich mir auch wahrscheinlich eher von der Short-Seite als von der Long-Seite anschauen würde. Okay, macht es Sinn, wegen der erwarteten Volatilität im VXX einzusteigen? Fragt Carsten. Also, wenn ihr keine Ahnung von dem ETF habt, also weil ihr den vielleicht noch gar nicht gehandelt habt, kann ich
euch nur raten, haltet euch da raus, weil das Ding ist wirklich hochexplosiv. Das weiß ich auch von Kunden von mir, die das Ding einfach mal so gehandelt haben. Also man kann da ganz schnell mal 5 oder 10% verlieren. Wie gesagt, heute allein ein Gap von 8%. Also das ist echt ein Produkt, da muss man schon echt genau wissen, was man tut. Und wenn ihr nicht damit umzugehen wisst, dann kann ich euch einfach nur raten, haltet euch einfach davon fern. Und schon gerade, wenn solche Ereignisse anstehen, wie die, die jetzt morgen kommen. Stefan fragt, magst du noch was zum Einstieg der Lufthansa sagen? Ja, das habe ich vorhin schon kurz gemacht. Es liegt einfach daran, dass eben am Donnerstag die Nachricht gekommen ist, oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr ganz genau, dass Ryanair eben in Frankfurt Landerechte bekommt. Daraufhin ist die Aktie halt verprügelt worden und ich habe das für Intraday einfach genutzt, als ich gesehen habe, dass es dann am nächsten Tag die Entlastung gab und da musste ich einfach dann rein in den Wert. Warum wurde der VXX genau an dieser Position geschlossen? War doch noch weiter short, fragt René. Ja, aber ich war 1:30 vorne. Und wenn du, je nachdem mit welchem Risiko du arbeitest, also ich habe hier im VXX Positionen, die so zwischen 200 und 300 Euro Risiko im Schnitt liegen, und du machst dann 30R, dann reden wir von einem relativ hohen Gewinn. Und dann nimmt man halt irgendwann mal den Gewinn mit. Und in diesem Fall war es ja auch gut gewesen, weil der Markt ist danach gedreht und dann nach oben gelaufen. Ich habe ja auch gesagt, die zweite Position ist dann einen ganzen Dollar höher ausgestoppt worden und ist danach aber 6 Dollar oder 15% gestiegen. Also das ist im Prinzip alles richtig gemacht. Es ist dann einfach Intuition, auch so einen Trade, wenn er weit vorne ist, dann irgendwann zu schließen. Hat keinen festen Grund, außer dass ich da feste Marken habe, wo ich sage, jetzt gehe ich raus. Da waren ein paar Mal die Frage bezüglich des DAX-ETFs. Ich habe es jetzt auch schon beantwortet, aber vielleicht für die anderen trotzdem interessant. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das der EXS1 sein, korrekt? Ja, genau, ist der EXS1. Es gibt aber, ihr könnt auch jeden anderen ETF nehmen. Den gibt es nur schon seit, solange ich ETFs handle, also seit über 10 Jahren. Und deswegen nutze ich den, weil ich habe mir nie die Mühe gemacht zu schauen, welche Alternative gibt es. Weil wenn man sich einmal so eine Wertpapierkennung im Kopf hat, dann nutzt man die einfach. Also es gibt, glaube ich, bei jedem Broker gibt es ETFs auf dem deutschen Markt. Man hat auch keine Gebühren großartig bei dem ETF auf den Index. Das ist eben das Tolle daran, die Managementgebühren, die sind so marginal. Das ist ja auch der Grund, warum so viele im Endeffekt ETFs handeln. Wie stark wird deiner Meinung nach der Einfluss sein, wenn das Ergebnis feststeht? Fragt Matthäus. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Wie gesagt, das hängt wirklich stark davon ab, glaube ich, wer hier tatsächlich gewinnt und wie die Erwartungen der Leute sind, die positioniert sind. Das geht ja nicht darum, was in den Umfragen kommt, sondern wie sehen die Großen, dass die ihr Geld positioniert haben? Und ich möchte nur noch mal an Großbritannien erinnern, an den Brexit. War eigentlich auch klar vom Gefühl her, dass das eine knappe Kiste wird. Leichter Überhang dafür, dass die Briten gegen den Brexit stimmen, haben dann aber dann doch dafür gestimmt. Und wir haben gesehen, was passiert ist. Es gab ein großes Gap. Das Geweine war bei dem einen oder anderen recht groß, weil er doch gerade zur Eröffnung natürlich mit riesigen Verlusten zu kämpfen hatte. Und das könnt ihr einfach umgehen, indem ihr einfach eure Positionen schließt und dann erst wieder aktiv werdet, wenn das Ganze vorbei ist. Also das ist die einfachste und sicherste Methode. Also ich finde immer, wenn ich nicht weiß, wie ich Gewinne machen soll, weil wir in einer Situation sind, wo solche Gaps entstehen. Das ist ja auch nichts außergewöhnliches Gaps. Ich meine, im Aktienhandel habe ich jeden Tag damit zu kämpfen, nämlich dann, wenn Zahlen kommen. Und dann schließe ich doch lieber vorher die Position, wenn ich nicht weiß, ob der Markt rauf oder runter läuft, weil sonst kann ich ja auch Roulette spielen. Dann ist es auch egal, dann kann ich auch auf Rot oder Schwarz setzen. Deswegen würde ich da einfach die Füße stillhalten. Okay, was haben wir denn noch hier? Wo finde ich den Link für das Webinar um 19.15 Uhr, fragt Jens. Also wenn du die DVD professionelles Screening gekauft hast, dann müsstest du den Link eigentlich schon bekommen haben, wenn du den in den letzten 4 Wochen bekommen hast, weil das sind nur die Kunden, die in den letzten 4 Wochen das bekommen haben. Ansonsten gibt es keinen Link, weil das nur für Kunden ist, das Webinar, was gleich um 18:45 stattfindet. Guten Abend, was spricht für Sie gegen KO-Produkte und Faktorzertifikate, fragt Marco. Also
Es ist ja, also es ist ja nur meine Meinung. Also ich kann zu den Produkten an sich gar nicht viel sagen, weil ich gucke mir ja nicht alle Produkte an, die es so auf dem Markt gibt. Ich finde, das größte Problem dieser Produkte ist, dass die allermeisten Trader sie nicht verstehen. Ja, also K.O.-Produkte und Faktorzertifikate haben halt viele Variablen, die wir nicht berechnen können. Und es ist ja nicht umsonst, dass sehr, sehr viele Trader gerade mit diesen Produkten außergewöhnlich viel Geld verlieren. Wenn du ein Trader bist, der versteht, was da wirklich passiert und wie die Spreads sich berechnen, die Aufgelder, dann kannst du da sicherlich auch gute Trades mitmachen. Aber die Masse der Trader wird es nicht verstehen, was dort passiert. Und wie gesagt, für die meisten ist es auch überhaupt nicht ersichtlich, wie diese Kursfeststellungen zustande kommen. Und ich sage immer, und da bin ich eben sehr nah bei vielen Großen, die sagen, alles, was du nicht verstehst, meide das wirklich, weil das macht wirklich keinen Sinn. Weil wenn du sagst, okay, ich handle das Zeug seit einem halben Jahr und ich bin super erfolgreich damit, herzlichen Glückwunsch, dann bist du einer von 10, der das verstanden hat, wie das funktioniert. Aber die meisten verstehen es halt nicht. Und warum dann auf Produkte ausweichen, die man nicht versteht, wenn es doch Produkte gibt? Wenn ich jetzt einen Hebel handeln möchte, warum dann nicht zum Beispiel einen CFD handeln, wo ich zumindest verstehe, was da passiert und wo ich auch die Abrechnung verstehe und die Kursfeststellung? Okay, nehmen wir vielleicht noch die letzten zwei, drei Fragen, weil ich heute leider pünktlich Schluss machen muss, weil ich gleich im Anschluss auch noch ein Webinar habe. Bin leider etwas später gekommen, deswegen vielleicht eine Frage, zu dem du schon gesprochen hast. Kann man im S&P Long drin bleiben, wenn man Long ist? Also wenn man es aufgrund von Saisonalitäten macht, wie du ja schreibst, Peter, dann würde mich das nicht tangieren, weil Saisonalitäten haben halt nichts mit, dann musst du immer auch steigen. Aber prinzipiell, wenn es kein Saisonaltrade ist, dann würde ich halt rausgehen aus diesem Trade. Gerade wenn man eben entsprechend ja, einen engen Stop hat. Ne? Okay, was haben wir noch? Seitwärtsmärkte sprechen gegen Faktorzertifikate. Also wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Dingern, aber das ist eben keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, wie diese Produkte aufgebaut sind. Und damit würde ich mich einfach, wenn dich das wirklich interessiert, setz dich am besten mit jemandem zusammen, der die vielleicht auflegt, also ich weiß nicht, wer die jetzt auflegt, dieses Zertifikat, von dem du sprichst, und mach dich da kundig, inwieweit die Dinger zu handeln sind. Also mein Ding ist es halt nicht. Ne? Also wenn ich in einem Seitwärtsmarkt bin und glaube, der Markt bleibt in einem Seitwärtsmarkt, dann handle ich halt den Volatilitätsindex, den VXX. Das ist ja auch, daraus ist ja auch der Trade entstanden, den ich euch gerade gezeigt habe, aus der Seitwärtsmarktphase. Und das habe ich dann eben fürs Trading auch genutzt. Matthäus schreibt noch, ich bin auch deiner Meinung, das freut mich erstmal, ohne das gelesen haben, Flat ist momentan eine gute Variante. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich meinte mit der Frage auch, wenn nach der Wahl ein Trend entsteht. Ja, nach der Wahl ist alles wieder offen und wenn dann ein guter Trend entsteht, dann kann ich auch nur sagen, rein damit. Wir werden es auch dann nächste Woche im Workshop machen. Wir haben ja am Wochenende Theorie-Workshop und dann ab Montag Live-Trading und da werden wir natürlich dann da reingehen und schauen, wie man das Ganze für sich auch nutzen kann. Ja, das glaube ich zu den Fragen, was für mich vielleicht noch kurz am Ende, ich hoffe, wir haben alle Fragen gesehen, ansonsten kann Nelson auch gleich nochmal kurz einhaken. Ich würde nochmal ganz kurz auf den Veranstaltungskalender von mir gehen, den findet ihr immer auf meiner Webseite lüdemanncoaching.de. Nächste Woche ist ja Messe World of Trading, ich hoffe, viele von euch dort auch zu treffen oder am Stand von CapTrader. Ich halte dort auch zwei Vorträge am Stand von CapTrader und aber auch noch zwei weitere Vorträge. Gutes Timing, also da geht es in den Bereich eben Screening und wie man damit gut umgehen kann und für alle die sich vor allen Dingen für den Handel für mittel- und langfristige Trades interessieren und wie man eine zweistellige Performance im Jahr locker aus der Hüfte schießen kann, wirklich, also wir reden jetzt nicht von 30%, 40%, 50%, sondern wie man es wirklich schaffen kann, ein Systemportfolio aufzubauen, wo man es schaffen kann, 6%, 8%, 10%, 15% im Jahr zu machen. Börsenerfolg ist planbar. Das sind so die wichtigsten Dinge, die in den nächsten Tagen halt anstehen. Und dann das nächste Webinar hier wieder mit Nelson zusammen, FX Flat und CapTrader, dann wieder der große Marktausblick zum letzten Mal in diesem Jahr. Das letzte Webinar auch von mir, wieder der große Marktausblick. So, ich weiß nicht, haben wir noch Fragen, Nelson, oder sind wir durch? Hast du noch was?
Hauptsächlich sind jetzt noch ein paar Fragen an dich gerichtet. Jetzt die letzten. Okay, dann schaue ich noch mal kurz drauf. Genau, ansonsten haben wir aber alles Ja. soweit. Okay, Beate fragt noch, welches Seminar gibt es am Wochenende? Ja, ist mein fünftägiger Theorie- und Praxisworkshop, findet immer zweimal im Jahr statt, einmal meistens im April und jetzt im November. Da geht es eben um den Bereich Intraday-Handel, da machen wir Samstag, Sonntag, Montagmorgen meistens Theorie und dann ab Nachmittags ist dann Montagnachmittag, Dienstagnachmittag Live-Trading, wo dann auch im Anschluss alle Trades von allen Teilnehmern besprochen werden. Welches Webinar habe ich jetzt? Das ist professionelles Screening für alle, die Screening-Software in den letzten 3, 4 Wochen erworben haben. Für die ist ein Einführungswebinar noch. Hans fragt noch, vorletzte Frage, gibt es nächstes Jahr ein Systemportfolio-Webinar? Also ein Webinar wird es nicht dazu geben, aber es gibt tatsächlich ab Januar, ich habe es noch gar nicht beworben, ich habe es klammheimlich auf meiner Webseite gestellt, zum Wochenende hin, bevor ich nach Köln gefahren bin, ist ja mit sehr großem Erfolg letztes Jahr im Januar gestartet, dann im August war es auch nur 3 Tage online gewesen, vielleicht scrolle ich gerade hier kurz nach unten, ist super, dass du es ansprichst, hier erfolgreiche Handelsstrategien, zweistellige Renditen mit hohen Trefferquoten von 70% und mehr mit festen Handelsregeln, startet am 31. Januar, wenn es euch interessiert, schaut einfach auf der Webseite bei mir vorbei, es gibt nur einen ganz kleinen Teilnehmerkreis, wie bei all meinen Coaching-Modulen, also wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei und schaut, was es da gibt. So, kannst du mir nochmal den Link bitte senden? Ich habe, also ich habe keinen Zugriff mehr, weil ich unterwegs bin, Jens, zu den Links, deswegen kann ich ihn jetzt nicht posten, weil, wie gesagt, ich bin beruflich unterwegs. Wenn du ihn gelöscht hast, musst du einfach in deinem Löschordner gucken. Der kann ja nicht weg sein. Was man im Mail-Programm löscht, muss unter Löschen dann noch sein. Also ansonsten musst du mich sonst nächste Woche nochmal anschreiben, dass ich dir die Aufzeichnung würdest du ja sonst ja auch bekommen. Also wie gesagt, ich kann es nicht machen, weil ich jetzt nicht im Büro bin. Ne? Okay, von meiner Seite war es das. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitnehmen können. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich entspannt morgen in den Tag hineingehen könnt. Ich bin sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht und was vor allen Dingen die Märkte daraus machen. Freue mich schon darauf, den einen oder anderen auf der WOT dann in Frankfurt zu treffen. Ich bin auch von Donnerstag bis Samstag da. Wie gesagt, halte auch 4 Vorträge da. Einige treffe ich ja auch am Trader-Stammtisch. Wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, Mario. Wie immer ein super Webinar. Ja, mir bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als Ihnen auch einen schönen Abend zu wünschen. Hoffe, dass wir den einen oder anderen Teilnehmer auch auf der WOT sehen. Ansonsten im nächsten Webinar oder beziehungsweise im nächsten Monat zum Marktausblick wieder. Also schönen Abend und wie gesagt, passen Sie auf Ihre Positionen auf die nächsten Tage. Bis dann.